So Leute, willkommen zu Erinnerung 9 und damit dem letzten Abschnitt von Sequenz 4. Wunderbar. Wir starten die Erinnerung. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes. Aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Ben, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Jetzt könnten wir wieder Aufträge, bla bla bla, bla blub. Aber wie gesagt, das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir auf dem Laufenden sind. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forni. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Vittoria agli Assassini. Ja. Damit haben wir auch Erinnerung 9 von Sequenz 4 abgeschlossen und somit die komplette Sequenz 4. Jetzt fehlen uns noch, wie ihr hier seht, die Kriegsmaschinen. Und dann können wir endlich bei Sequenz 5 weitermachen, wo ich eigentlich schon die ganze Zeit weitermachen wollte. Ja, egal. Ich finde, wir haben wieder gut aufgeholt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir uns mit den Kriegsmaschinen rumschlagen, denn die haben mir auch so einiges an Frust gebracht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit den Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Katern.